In diesem Video reagiere ich einmal auf das Video von Dave, in 72 Stunden reich durch Dropshipping. Er macht das Ganze natürlich in seiner Perspektive als Anfänger. Ich werde in meiner Perspektive als Experte das Ganze einmal bewerten. Wir machen E-Commerce, Dropshipping jetzt seit über 5 Jahren mit 6- und 7-stelligen Umsätzen, haben im Mentoring über 250 Klienten bereits betreut. Das heißt, ich weiß ungefähr, wovon ich spreche und werde das Ganze hier natürlich auch bewerten und für dich einmal einordnen. Deswegen lass uns loslegen. Seit Jahren ein unendlich riesiges Thema auf YouTube mit unzähligen Uploads in allen erdenklichen Sprachen jeden Tag. Vermutlich hat jeder von euch schon mal Sachen gehört wie innerhalb von 5 Tagen 8000 Euro Umsatz generiert, 462.000 $100,000 Shopify Dropshipping Store. Aber was ist wirklich dran an diesem ganzen Thema? Was ist Dropshipping? Wie funktioniert das Ganze und ist es wirklich für jeden möglich, innerhalb von kurzer Zeit viel Geld damit zu verdienen? Ihr könnt es euch schon denken. Ja, also in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen, das, was jeder mit dem gesunden Menschenverstand, das funktioniert einfach nicht. Es gibt kein Geschäftsmodell der Welt, wo man in kurzer Zeit viel Geld verdienen kann. Das ist vielleicht Lotto spielen oder sowas, da kann man viel Geld verdienen, aber das ist auch kein Geschäftsmodell. Ja, das heißt, jedem muss das klar sein, wenn man eine Sache Anfänger ist, dann wird das nicht von heute auf morgen funktionieren. Da muss man erstmal harte Arbeit reinstecken. Klar, man wird dann belohnt und wenn es funktioniert, dann ist das auch ein toller Lifestyle, aber man muss erstmal die nötigen Steps gehen. Wenn ich jetzt einen Shop aufbaue, ist klar, wird es mir auch deutlich einfacher fallen, werde ich deutlich einfache Ergebnisse sehen. Da werde ich wahrscheinlich schon direkt nach einer Woche oder sowas Ergebnisse sehen. Wenn du Anfänger bist, dann wird das Ganze eben ein bisschen anders bei dir aussehen. Ist logisch. Denken, genau diese Frage habe ich mir auch gestellt. Viel Spaß mit, wie schwer ist es, in 72 Stunden mit Dropshipping reich zu werden? Ja, also in 72 Stunden reich zu werden, funktioniert ja von vornherein nicht. Also reich werden so oder so nicht. Vielleicht erst Umsätze sehen. Aber du musst auch überlegen, wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, das ist eine YouTube-Challenge. Ja, das heißt, du würdest ja auch nicht mit einem gesunden Menschenverstand hergehen und sagen, hey, in 72 Stunden, keine Ahnung, möchte ich jetzt Autofahren lernen oder möchte ich irgendwie einen Bachelor machen. So, das funktioniert einfach nicht. Ja, also jede Fähigkeit braucht seine Zeit und man muss lernen, muss es durchsteigen. Man kann nicht erwarten, dass man innerhalb von 72 Stunden irgendwas sich aufbauen kann, was dann auch noch super erfolgreich ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man halt beim ersten Mal auf die Schnauze fällt, ist extrem hoch. Ne? Und von daher ist es eigentlich an der Stelle schon die falsche Erwartungshaltung, die einfach gesetzt wurde. Klar, es ist eine YouTube-Challenge, das habe ich schon verstanden, aber per se wird es halt nicht funktionieren. Ich würde es jetzt auch nicht als Indikator nehmen, das Ergebnis, was er hier jetzt erzielen wird, ob er jetzt Umsatz macht oder nicht, würde ich jetzt nicht als Indikator dafür wählen, ob Dropshipping funktioniert oder nicht. Denn in der Praxis baust du ja auch nicht was in 72 Stunden auf. Aber was ist Dropshipping überhaupt? Im Prinzip eigentlich ganz einfach. Irgendjemand verkauft eine Leistung von jemand anderem. Das bedeutet, wenn wir eine Dropshipping-Website haben, verkaufen wir das Produkt von jemandem, der beispielsweise in China sitzt oder irgendwo anders auf der Welt. Im Prinzip sind die Webseiten einfach nur eine Vermittlung zwischen Kunden und Verkäufer und man schlägt einen Betrag mit drauf, um mit an diesem Verkauf zu verdienen. Wenn wir in unserem Dropshipping-Shop also jetzt iPhone-Hüllen anbieten und die an jemanden aus Deutschland verkaufen, würden wir die Order einfach an die Person in China weitergeben, die würde das versenden, zu der Person schicken und wir bekommen aber das Geld dafür und verdienen uns so eine im besten Fall goldene Nase. Ja, ob man sich jetzt am Anfang direkt eine goldene Nase verdient, schwierig. Laufen diese Webseiten oder Systeme über Shopify, was ein fertiges Shop-System ist. Beste Leben für alle, wenn ihr egal was online verkaufen wollt, baut euch einen Shopify-Shop, das Beste, was ihr machen könnt. Genau damit fangen wir jetzt auch an, basteln uns irgendwie einen Shopify-Shop zusammen, der uns vom Stil her passt und dann suchen wir das Produkt, was wir verkaufen wollen. Wir haben jetzt warum? Also wir bauen erst einen Shop auf und suchen dann das Produkt. Das ist einfach nicht ein sinnvolles Vorgehen meiner Meinung nach, weil du brauchst ja, du musst den Shop ja ausrichten an dem, was deine Zielgruppe haben möchte. Du hast keine Zielgruppe, bevor du kein Produkt hast. Ich erlebe super oft, dass Leute zu mir herkommen und sagen, hey, ich habe jetzt diesen Online-Shop aufgebaut, aber ich weiß nicht, welches Produkt ich nehmen soll. Ich gucke dann immer so, was, warum? Weil am Ende erstmal das Produkt suchen, erstmal sich auf eine Zielgruppe definieren und festlegen und dann im nächsten Schritt den Online-Shop aufbauen. Andersrum wird die ganze Sache nicht funktionieren. Es ergibt nie Sinn, einen Online-Shop aufzubauen, bevor man nicht weiß, was man überhaupt verkauft. Weil wie soll man seinen Online-Shop so in einem geilen Design machen? Wie soll man das alles anpassen? Das funktioniert ja gar nicht, wenn man nicht genau weiß, was man verkaufen möchte. 14:44 Uhr. Ich plane, dass wir heute Abend noch mit dem Shop online gehen können und vielleicht heute sogar die erste Sache verkaufen können. Ja, also super unrealistisch, ne? Weil keiner wird ja erwarten, jetzt innerhalb von 6 bis 8 Stunden sich irgendwas hinzustellen, vor allem als Anfänger. Als Anfänger packst du es einfach nicht, in wenigen Stunden einen Online-Shop aufzubauen. So, das kriege ich dann vielleicht hin, ne, aber du wirst das wahrscheinlich nicht hinbekommen, dass du in wenigen Stunden da irgendwie direkt was Erfolgreiches raushaust, ne, und deinen ersten Sale dann auch noch machst. Also es sind einfach utopische Vorstellungen so an der Stelle, auch wenn es halt eine YouTube-Challenge ist. Das Ding ist, wir haben nur 72 Stunden Zeit. Desto früher wir also anfangen zu verkaufen, desto mehr Zeit haben wir, Geld zu verdienen. Also lass uns direkt starten und den Shopify-Shop kaufen.
Ich habe noch keinen Millimeter an meinem Shop gebaut, aber ich glaube, ich habe gerade die überkrasseste Power-Idee gehabt, die perfekt in die jetzige Zeit passt. Die Leute sind zu Hause, die Leute haben viel Zeit, es wird bald Weihnachten und Leute lieben personalisierten Kram. Was? Das stimmt. Besser als personalisierte Adventskalender. Wenn ich also einen Drucker, der im besten Fall in Deutschland sitzt, finde, der personalisiert einfach Standard-Adventskalender mit Schokoladedruck, wäre das die perfekte Option, um jetzt Produkte zu verkaufen. Das wäre der reinste Traum. Danach werde ich jetzt suchen und dann werden wir stinkreich. Tag 1 habe ich mir komplett geblockt, nur um die Website zu bauen. Obwohl Shopify ein fertiges System ist, zieht sich der gesamte Prozess viel länger als gedacht. Ja, Überraschung, ne, dass so eine Sache tatsächlich länger dauert als gedacht. Denn dass es jetzt halt doch nicht so ein Fingerschnips ist, bis so mal ein Online-Shop steht, sondern dass man da viel Schweiß und Energie reinstecken muss. Und wahrscheinlich, ich habe das Video jetzt natürlich auch nicht zu Ende angeschaut, aber wahrscheinlich wird der Shop, der rauskommt, halt auch relativ basic werden. Deswegen werden die Ergebnisse halt auch relativ basic werden. Das kann ich jetzt schon prognostizieren, weil man da halt nicht einfach viel Zeit rein investiert hat, weil man die Sache einfach nicht geil gemacht hat. Dinge wie das Layout der Website für Mobilgeräte, vernünftige Produktfotos allgemein. Ja, das ist schon mal sehr wichtige Sachen, ne? Dass man Mobilgeräte-Layout hat, dass man Fotos hat, die alle gut aussehen, das passt. Vernünftige Inhalte für die Website und auch AGBs, Impressum und dieser ganze Scheiß nehmen unendlich viel Zeit in Anspruch. Ja, unendlich viel Zeit. Also das, was jetzt sie gerade alles gezeigt hat, so, das kann man in einer halben Stunde machen, wenn man Experte ist. Aber es geht ja gar nicht um den Zeitfaktor, ob es jetzt eine Woche länger oder kürzer dauert, ist egal, weil am Ende zählt ja nur das Ergebnis. Und wie lange man gebraucht hat, ist eigentlich total sekundär. Viel mehr, als ich es jemals gedacht hätte. Außerdem stoße ich immer wieder auf Probleme, die ich scheinbar nur mit HTML-Programmierung lösen kann, wovon ich kein bisschen Ahnung habe und wofür die Zeit auch nicht reichen würde. Ja, ist jetzt einfach nicht sinnvoll, da irgendwas mit HTML zu machen, also sehe ich jetzt keinen Grund. Zumindest habe ich einen Großhändler gefunden, welcher personalisierte Adventskalender vertreibt und mich mit ein wenig Druck am Telefon und ein bisschen Glück noch am selben Tag ein Geschäftskundenkonto eröffnen lässt. Ich beende Tag 1 also mit einer halbfertigen Website und dem Gefühl, dass das hier sehr, sehr eng werden könnte. Tatsächlich hat jetzt alles deutlich länger gedauert. Es sind jetzt über 24 Stunden her, also 28 Stunden sind mittlerweile vom Projekt vergangen und wir konnten die komplette Website jetzt fertig zusammenbauen. Natürlich habe ich auch schon eine Domain gekauft, christmaskalender.de. So sieht die Website. Ja, das ist halt eine super Basic-Seite. Also dafür, dass er jetzt da so lange gebraucht hat, ne, und dann nicht mal ein Logo hat, keine Über-uns-Seite hat, keine FAQ-Seite hat, keine Kontaktseite hat, dann den 10% Rabatt-Coupon hat, für ihre Liebsten so einen nichtssagenden Text und nur ein Stockbild. Ja, also da kann man schon deutlich mehr machen. Klar, es ist eine YouTube-Challenge. Wenn ich das Ganze aufbauen würde, dann würde ich auch kein Standard-Theme von Shopify benutzen, so einen Standard-Rahmen, ne, sondern ich würde dann schon ein bisschen was anderes benutzen und würde es einfach vernünftig aufbauen. Weil wenn man die Zeit investiert, dann kann man auch ein bisschen mehr Zeit investieren und einfach richtig gut aussehen machen, dass die Leute auch wirklich kaufen, als jetzt sowas, was halt so relativ basic aussieht. Landingpage, wenn wir auf jetzt gestalten gehen, dann können die Leute... So, jetzt ist natürlich die erste Frage, warum sieht es hier alles so nüchtern aus und warum hat er nicht als Zielgruppe lieber eine spezifische Zielgruppe gewählt? Also er geht voll breit auf alle Leute, die ein eigenes Bild haben wollen, aber für Facebook, für TikTok, für jede Form von Werbung, die jetzt wahrscheinlich gleich schalten wird, ist viel sinnvoller, wenn er auf eine spezielle Zielgruppe geht. Also wenn er zum Beispiel sagt, hey, schenk deinem Freund, deiner Freundin jetzt einen coolen Adventskalender, sodass er sich an den nächsten 24 Türchen immer wieder an dich erinnert. Ja, dass ihr sowas habt mit persönlichem Zusammenhalt, also was sehr, sehr spezifisch ist, was einfach eine Zielgruppe geht. Das ist jetzt ein Beispiel, du könntest das auch in zahllosen anderen Nischen machen, ja, aber sowas wie Beziehung, Partnerschaft, sowas funktioniert immer gut. Hier Beispiele sehen, wie der Adventskalender aussehen könnte, sie können hier ihre eigene Datei hochladen. Das halt zum Beispiel steht Add to Cart, ne? Das ist halt extrem unprofessionell, das wird halt auch die Leute auch absprechen. Und den Rahmen auswählen. Jetzt geht es darum, dass wir neue Kunden finden. Ich habe genauso wenig Ahnung davon wie ihr. Ich muss jetzt irgendwie rausfinden, wie ich Facebook-Kampagnen gestalten kann, wie ich die hochladen kann und wie ich im besten Fall welche mache, wo wir Leute erreichen, die dann auch wirklich einen Kalender kaufen. Der Kalender kostet 20 Euro im Einkauf. Ich habe den jetzt für 29,95 drin. Ja, sowas kann halt niemals funktionieren. Also 20 Euro im Einkauf, das ist ein Nettopreis, okay. 29,95 Euro im Verkauf ist ein Bruttopreis. Das heißt, der rechnet 19% weg, dann sind ein paar Euro weg. Wie will der damit noch 10, 15 Euro Werbekosten bezahlen und selber auch noch eine Marge haben? Naja, also der Punkt ist, der Einkaufspreis ist einfach zu teuer, beziehungsweise der Verkaufspreis ist zu günstig. Ist eine Kombination aus beidem hier. Also man kann so einen Kalender deutlich günstiger produzieren und man kann es auch teurer verkaufen. Naja, aber mit einer 9,95 Euro Marge wirst du hier nicht weit kommen, zudem das auch noch eine Bruttomarge ist, 19% Umsatzsteuer noch weggeht. Na, 19% Umsatzsteuer weg, das ist fix auf jeden Fall. Na, und dann noch die Werbekosten, dann würdest du keinen Gewinn machen. So, du bräuchtest bei 20 Euro mindestens 49 Euro Verkaufspreis, sodass du auch eine gesunde Marge hast. Das würde bedeuten, das wären 9,95 Euro Gewinn. Ja.
Da ist halt leider nur zwischen Wand und Tapete gedacht, weil du machst nicht 9,95 Euro Gewinn damit. Möglicherweise kriegen wir es ja sogar heute Abend noch hin, eine Kampagne an den Start zu bringen und vielleicht sogar schon irgendwas zu verkaufen. Das wäre zumindest sehr nice. Ich will jetzt keine Zeit mehr verlieren, deswegen habe ich jetzt... Ja, das ist halt immer so dieses, ja, ich will keine Zeit zu verlieren. Macht euch die Sachen richtig gut. Ne? Statt ihr da irgendwas halbfertiges, so, ja, Hauptsache es muss fertig sein, so. Das bringt es nicht. Ne? Lieber ist es gut, das Ende und das Ergebnis ist geil, sieht gut aus, das ist viel wichtiger als, ja, es muss jetzt mal fertig sein. Gerade so eine ganz Standard-Basic-Kampagne zusammengeschustert. Ja, und das Problem ist, diese ganz Standard-Basic-Kampagne werden halt auch nur ganz Standard-Basic-Ergebnisse bringen oder gar keine Ergebnisse, ne? Wenn man sich nicht damit richtig auseinandersetzt und wenn er jetzt wahrscheinlich gleich so einen Kalender auf dem weißen Hintergrund hat, wird es wahrscheinlich schwierig werden. Die einfach nur das Produkt auf Facebook zwischen normalen Beiträgen anzeigt. Da habe ich jetzt kein besonderes Werbevideo oder so für gemacht. Ja, warum? Wenn doch der meiste, man ist es allgemein bekannt, dass quasi Werbevideos am besten funktionieren bei Facebook. Also Werbevideos sind das A und O. Mit denen würde ich auf jeden Fall starten. Deswegen die Frage, warum habe ich hier nicht mit dem Werbevideo gestartet, sondern starte erstmal mit dem Bild. Ich habe nur das Produkt angezeigt mit einer Schrift. Gestalten Sie eben ganz persönlich. Da sind zum Beispiel jetzt schon zwei Rechtschreibfehler drin. Und dann fehlt natürlich auch der emotionale Part. Also wo ist dieses, ja, sorgt dafür, dass deine Partnerin immer an dich erinnert wird, dass ihr eure Beziehung zueinander stärkt. Also dieses ganze emotionale Faktor fehlt ja hier. Steht nur, gestalten Sie Ihren persönlichen Adventskalender. Und das noch mit zwei Rechtschreibfehlern. Und das sieht auch mehr aus mit diesem Bild hier, nicht wie eine Marke, sondern mehr wie so eine Spam-Scam-Seite. Also da ist halt einfach schon viel falsch gemacht. Kalender, feinste Lindt-Schokolade hinter jedem Türchen, sparen Sie 10% mit dem Code Weihnachten. Ja, und dann macht er bei 9,95 Euro Marge auch nochmal 10% Rabattcoupon, ne? Dann hat er bald gar keine Marge mehr, also das ist halt einfach schwachsinnig, ne? Da passt dann auch das Marketing gar nicht, ne? Das ist halt einfach alles extrem basic und schnell und deswegen wird es auch wahrscheinlich von Ergebnissen, wir sind jetzt erst zur Hälfte durch, auch nichts. Und dann schauen wir mal, ob das schon was bringt. Während diese Standardkampagne jetzt anläuft, werde ich mich darum kümmern, ein Video für die nächste Kampagne zu produzieren. Ich glaube, es ist key, dass wir mehrere Kampagnen parallel laufen lassen, um dann... Nicht mehrere Kampagnen, sondern man lässt verschiedene Anzeigen mit verschiedenen Videos oder Texten laufen. Sehen zu können, welche davon funktioniert und welche nicht funktioniert. Das hier ist ein guter Start, aber das ist noch nicht das Maximum, nicht das, wo wir hinwollen. 30 Euro, damit starte ich. Let's go. Ich arbeite dann quasi noch den kompletten Abend von Tag 2 an allen möglichen Kleinigkeiten der Website und probiere zu verstehen, wie man wirklich funktionierende Werbung erschaffen kann. Außerdem merke ich ziemlich schnell, dass ich ein neues Problem habe, von dem ich vorher nicht wusste, dass es existiert. Werbekampagnen auf Facebook müssen mindestens 24 Stunden laufen. Ja, das ist so gar nicht richtig, ne? Also, Werbekampagnen sollten bei Facebook mindestens 5 bis 7 Tage laufen. Warum? Weil du letztendlich einen Algorithmus hast, der optimieren muss. Du kannst das Ganze vorstellen, wenn du 7 Tage laufen hast und du machst in 7 Tagen 50 Verkäufe, dann kann Facebook sich innerhalb des oder mit dem Algorithmus anschauen, was haben diese 50 Leute gemeinsam. Und der Algorithmus kann dann noch besser auf die Leute ausspielen, die deine potenziellen Kunden sind. Und da kann er lernen. Wenn du jetzt im ganzen Ding nicht mal 24 Stunden Zeit gibst, ne, sondern nur ein paar Stunden versuchst, dann wird es nicht funktionieren. Vor allem, wenn es nochmal ein neues Werbekonto ist, wo vorher gar nichts drüber gelaufen ist. Der Algorithmus muss erstmal reinkommen, der muss dein Produkt verstehen, der muss wissen, wer deine Zielgruppe ist, der muss wissen, wer klickt auf den Warenkorb, wer kauft am Ende. Und dafür brauchst du Zeit. Da reichen ein paar Stunden einfach nicht. Mit der uns noch verbleibenden Zeit haben wir also quasi nur 2 Möglichkeiten zu checken, ob die Werbung, die wir erschaffen haben, wirklich funktioniert und überhaupt Leute auf unsere Website bringt oder nicht. Tag 2 neigt sich also dem Ende zu und ich fühle mich genau wie nach Tag 1. Ich habe das Gefühl, dass das niemals was werden kann und wir haben nach wie vor 0 Produkte verkauft. Mein anfänglicher Enthusiasmus schwindet so langsam auch und ich habe das Gefühl, dass ich mich einfach komplett überschätzt habe und frage mich... Ja, Überraschung. Was ich ja am Anfang auch gesagt habe, das ist einfach nicht machbar. Ob ich mich wirklich so sehr von dieser Werbung habe beeinflussen lassen, dass ich mir Ja, Moment, also die Werbung suggeriert ja auch nicht, dass er in 72 Stunden reich damit wird. Klar, die Werbung ist total asozial, irgendwie Leuten zu versprechen, dass sie schnell irgendwie reich werden oder sowas. Ne, aber dass du jetzt in 2-3 Tagen da irgendwas aufbaust, das ist ja total unrealistisch. So. Und da habe ich tatsächlich noch keinen, zum Glück noch keinen gesehen, der sowas verspricht. Redet habe, das einfach easy machen zu können. Es scheint so, als wäre es doch alles nicht so einfach wie Ja, auch Überraschung, ne? Die Sachen sind doch nicht so einfach wie immer versprochen. Ne, also es gibt da draußen halt lauter Dubai-Lamborghini-Coaches, die einem das Blaue vom Himmel versprechen. So, du musst einfach Zeit investieren, du musst Geld investieren. Alles das, was ich so standardmäßig immer wieder gebetsmühlenartig sage, so, du musst einfach bereit sein, diese extra Schritte zu gehen. So, wenn du nicht bereit bist zu gehen und wenn du dann sagst, oh, ist doch alles schwieriger als gedacht, ja, Überraschung, ne? Tag Nummer 3, ich habe meinen anfänglichen Ehrgeiz wieder und noch nicht reingeschaut, ob wir irgendwas verkauft haben und wie die Werbekampagne funktioniert hat, aber lasst uns das direkt tun. So, wir haben 0 Produkte verkauft. Perfekt. Ja, wie auch von mir prognostiziert. Und 30 Euro ausgegeben. Ja, mit 30 Euro, ne, da kann man nur ein bisschen lachen, so, weißt du? Er hat jetzt einen komplett neuen Werbeaccount.
Er stellt die erste Werbeanzeige, er hat keinen Algorithmus, so was erwartet er? Nach 30 Euro würde ich überhaupt nichts erwarten. Ne? Nach 30 Euro sagt Facebook vielleicht mal, hey, du bist kein russischer Bot oder sowas, ne? Unsere 30 Euro Werbekampagne konnten wir 21 Link-Klicks generieren. Ich glaube, das ist nicht besonders gut. Als nächstes werde ich... Nee, weil das entspricht über 1 Euro pro Klick, den er bezahlt. Das ist in der Tat sehr schlecht. Aber das war auch von mir prognostiziert, weil erstens sein Creative, also das Bild ist super schlecht. Zweitens der Text darüber ist super schlecht, weil er adressiert keine konkrete Zielgruppe. Und drittens hat er wahrscheinlich auch die falschen Kampagneneinstellungen gewählt. Ich jetzt die Daten dieser Kampagne auswerten und schauen, in welcher Altersgruppe das wie gut funktioniert hat und dann für die einzelnen... Ja, zum Beispiel Altersgruppe ist gar nicht so relevant. Ne? Also Altersgruppe versucht jetzt darauf zu optimieren. Ich würde lieber an dem Creative, also an dem Text, an dem Bild arbeiten und an die Leute, die es ausgespielt wird und jetzt nicht mich am Alter aufhängen. Ne? Weil ob das jetzt jemand ist, der 25 oder 38 ist, das ist nicht so wild. Altersgruppen nochmal einzelne Kampagnen schalten, in der Hoffnung, dass wir dann... War eine Quatschvorgehen. Ne? Das ist halt so ein typisches Quatschvorgehen, das ist halt zum Scheitern verurteilt. Leute finden, die Lust haben, unser Produkt zu kaufen. Mittlerweile habe ich aber wirklich das Gefühl, dass es nichts mehr wird, weil wir uns für das falsche Produkt entschieden haben. Ja, nee, das ist wieder so ein Satz, der anfängt mit, ich glaube. Ich glaube, es ist das Produkt so. Er hat jetzt 30 Euro ausgegeben. Ne? Also das ist vergleichbar, wie jetzt wirst du 5 Minuten in der Fahrschule gewesen und wunderst dich dann, warum du nicht perfekt Auto fahren kannst. Ne? Also du musst irgendwann auch mal ein bisschen realistische Erwartungen setzen. Ne? Und nicht sagen, ja, das Produkt funktioniert nicht so. Da wäre nach 30 Euro auch mit einem guten Produkt nichts gegangen. Weil irgendwas an meiner Website nicht stimmt. Ja, jede Menge stimmt da nicht. Ich kann es nicht so richtig verstehen, aber es ist auf jeden Fall schwieriger als gedacht. Und es bleiben nur noch 24 Stunden roundabout, damit wir das jetzt zum Laufen bekommen. Also es ist auf jeden Fall schwieriger, als ich es am Anfang gedacht hätte. Ob wir es jetzt noch schaffen, ich habe keine Ahnung. Und Motivation direkt wieder runter. Und auch an Tag 3 geht das ganz normale Arbeiten wieder los. Ich schaue mir an, was bei der letzten Kampagne gut funktioniert hat und was vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Bei den Sachen, die gut funktioniert haben, da packe ich ein bisschen mehr Geld drauf und probiere die Zielgruppe noch ein bisschen genauer runter zu tracken. So wie ich das jetzt verstanden habe, ist das eine der Standardmöglichkeiten, um im Facebook-Marketing seine Zielgruppe immer weiter genauer zu... Gut, das Video ist jetzt 3 Jahre alt, da hat sich inzwischen ein bisschen was geändert, ja. ...und die Werbung eben gezielter zu schalten. Nach unzähligen Stunden YouTube und einer Menge Videos, die mir probiert haben zu erklären, wie ich vernünftige Facebook-Werbung schalte, stehe ich am Ende von Tag 3 mit 5 verschiedenen Werbungen. Ja gut, viel mehr kann ich daran... Ja, am Ende auf jeden Fall ist er jetzt schon mal in eine Zielgruppe reingegangen, aber wahrscheinlich hat er den Rest nicht angepasst. Ich sehe es gerade hier. Mit 5... Fernbeziehung, immerhin ein bisschen was. Verschiedene Werbung. Ja gut, viel mehr kann ich daran jetzt nicht machen. Ich muss jetzt schauen, ob die Kampagnen funktionieren. Das sehe ich aber erst nach... Es war auch voll der Trugschuss zu sagen, ja, ich gebe noch mehr Geld an die Leute aus, wo Facebook eh schon ausgespielt hat. Also das größte Potenzial ist auch da, wo Facebook noch nichts ausgespielt hat. Nach 24 Stunden, das ist ein bisschen doof, aber das ist eben eins der Probleme, das man hat, wenn man schnell einen Shopify-Shop errichten will. Als absoluter Profi ist es dann vielleicht möglich, sofort super gezielte Werbung zu machen. Eben. Funktioniert. Ohne Erfahrung sind die 72 Stunden schon wirklich sehr tight gesetzt. Aber wir werden sehen. Jetzt heißt es warten und hoffen, dass wir morgen zumindest einen Sale über unsere Website generieren können. Okay, Freunde, Tag Nummer 3, finaler Tag. Jetzt kommt es zur Auswertung und wir schauen, ob wir ein Produkt verkauft haben oder nicht. Bevor ich das aber mache, möchte ich ganz kurz darauf eingehen, wie die letzten 72 Stunden für mich waren. Grundsätzlich muss ich wirklich sagen, es hat mir nicht besonders viel Spaß gemacht, diese Website zu bauen und mich mit... Das ist sehr interessant, dass er das sagt, weil ich höre zum Beispiel von unseren Klienten, dass es ihnen super viel Spaß macht. Also wahrscheinlich liegt es an der falschen Anleitung, er hatte keinen Plan, musste viel rumgoogeln. So an sich ist es ein super kreativer Prozess, wo du deinen eigenen, ja, dich selber kreativ quasi verwirklichen kannst. Und ja, deswegen wundert mich diese Aussage doch jetzt am Ende sehr, sehr stark, dass er sagt, ja, das hat mir überhaupt keinen Spaß bereitet. Im gesamten Thema zu beschäftigen. In den Videos, wo ich Leuten zugeschaut habe, die darüber gesprochen haben, hat das immer ein bisschen spaßiger gewirkt, als es jetzt im Endeffekt wirklich für mich war. Das bedeutet, insgesamt ist es jetzt nichts, wo ich mir vorstellen könnte, dass ich das längerfristig machen möchte, weil es einfach keinen Spaß gemacht hat. Die große Frage ist jetzt... Wahrscheinlich, weil er auch einfach keine klare Strategie hat, sondern halt irgendwas macht. Und immer wenn du irgendwas machst, ist es klar. Dann hast du innerlich nicht mal diese Klarheit. Stell dir vor, du hast einen komplett klaren Plan, was passiert, was du durchgehen musst. Und du siehst dann systematische Ergebnisse. Was komplett anders, als wenn du jetzt versuchst, ja, ich mache jetzt mal dies und jenes. Und das ist rein versuchst, irgendwie aus Intuition aufzubauen. Aus Intuition irgendwas aufzubauen als Anfänger, der gar keinen Plan hat, ist super schwierig und macht deswegen auch gar keinen Spaß. Haben wir ein Produkt verkauft? Oder? Aber Spaß ist ja auch ein sekundärer Faktor. Am Ende geht es darum, dass du Geld verdienst, dass du das machst. Das wird nicht immer Spaß sein, so. Ne? Also ich habe auch nicht immer Spaß. Klar, manche Sachen machen mehr Spaß, manche Sachen machen weniger Spaß. Aber am Ende, wenn du damit auch gutes Geld verdienst, dann sind viele Sachen dann auch einfach relativ. Ich werde sofort nachschauen. Ich kann euch aber schon sagen, profitabel sind wir in keinem Falle. Wir haben ja, das würde mich auch überraschen.
110 Euro für Werbung ausgegeben. Das ist einfach nichts. Ne? Also 110 Euro, sorry, das ist einfach ein Witz. Vor allem, wenn du alles selber rausfinden willst, das ist einfach, was willst du da machen? Mit knapp 10 Euro Gewinn pro Verkauf müssten wir also mindestens 11 Artikel verkauft haben, damit wir wenigstens break-even sind. Wärst du nicht mal, wärst du nicht mit der Umsatzsteuer. Also damit wir ein bisschen Gewinn gemacht hätten. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, auch wenn es schön wäre. Jetzt kommt es zur Auswertung. Wir haben einen Artikel verkauft. Hat einen Kalender mit seinem Bild und einem weißen Rahmen bestellt. Das bedeutet, wir sind, hat einen Kalender. Hier auch nochmal ein klassischer Fehler, Versandkosten zu verlangen. Ne? Würde ich halt nicht machen. Kalender mit seinem Bild und einem weißen Rahmen bestellt. Das bedeutet, wir sind 100 Euro im Minus mit diesem Projekt. Es hat also rein gar nicht funktioniert. Ich bin no joke vorher davon ausgegangen, dass es überhaupt kein Problem sein sollte. Also ich hatte immer das Gefühl, dass es super easy sei. Und ja, also so ein Quatsch. Ne? Also das erste Produkt, der erste Shop, die erste Werbeanzeige, die jemand geschaltet hat und erwartet direkt, dass alles funktioniert und erreicht wird, das ist halt einfach keine realistische Erwartungshaltung. Da hätte man vorher sich auf jeden Fall ein bisschen besser informieren müssen. Oder halt auch einfach mit klarem Menschenverstand rangehen müssen. Ich hatte auch das Gefühl, dass mir die Videos das in irgendeiner Weise so suggerieren, aber dem ist nicht so. Ja, das ist korrekt. Ne? Da gibt es leider viele schwarze Schafe auf dem Markt, kann man nichts machen. Mehr als so ein Video wie hier jetzt machen, kann ich leider auch nicht. Also dabei unterstützen wollte, dass ich mit diesem Video ein bisschen weniger Minus gemacht habe, lasst mir gerne. Ja. Also zusammengefasst, er hätte sich geil vorbereitet, hätte er vielleicht jemanden rangeholt, ne, jemanden, der das schon ein bisschen länger macht, der ihm ein bisschen was gezeigt hätte. Ich glaube, dann hätte es ihm Spaß gemacht, dann hätte er auch bessere Ergebnisse gesehen und es wäre für ihn auch einfach deutlich cooler gewesen. Und die Sache wäre allgemein positiver verlaufen und er hätte vielleicht auch die richtige Erwartungshaltung, weil ein Experte gesagt hätte, hey, es ist einfach nicht realistisch, dass du im ersten Produkt, ersten Shop da irgendwie da direkt Multimillionen-Umsätze machst. Na gut, das soweit dazu. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Wir hören uns im nächsten Video.